Hallo Leute, wir haben schon lange keine Videos mehr gemacht, deswegen machen wir heute mal wieder Videos. Und das wisst ihr ja, weil wir starten ja gerade die Kamera und deswegen wisst ihr das. Jetzt sage ich euch mal, was wir heute machen. Wir fahren jetzt zu Anni und danach machen wir auf jeden Fall eine Nachtwanderung. Und dann schlafen wir vielleicht und dann wird es tags und dann weiß ich auch nicht, was wir machen. Und du und Fanny, los, viel Spaß beim Video machen. Ich habe gerade eine ganz wichtige Nachricht von Freunden von mir bekommen. Ach Lynn, ich mache morgens jetzt immer Spagat. Bis er Spagat kann? Hä? Bis er Spagat kann? Nee, er kann ja Spagat. So, genau. Wir fahren jetzt erstmal zu Anni. Die ist nämlich auf dem Flohmarkt. Sie hat mir eben eine Wegbeschreibung gegeben. 40 Minuten, Alter. Wo ist die? Schauen wir mal, was da so abgeht. Tabella ist übrigens da. Guckt. So, wir sind zwar noch nicht angekommen. Aber wir parken hier auch kurz einmal. Papa geht kurz bieten. Ich gehe meine Decke ausschütten. Viel Spaß dabei. Danke. Lass ja auch einmal kurz ausschütten. Oh, Geld. Mein Geld ist es jetzt. Spider-Man. Wir sind da. Ab Anni suchen. Ja. Jo, das habe ich jetzt gekauft. Das ist schön, Nanny. Ist einfach wunderbar. Los, mach das jetzt. Ja, ich habe halt einen Hexenschuss. Soll ich dich halten? Ist das deins? Ja, gleich vielleicht. Soll ich dich anschubsen? Hä, bist du Linkshänder? Ich bin manchmal Linkshänder. Ich glaube, du musst andersrum. Was ist das hier? Andersrum? Ja. So, jetzt mach. Hoverboard. Ich glaube, die Fläche ist hier nicht gut. Von zurück in die Zukunft. Jetzt fahr mal. Hallo. Komm mit. Wohin? Komm. Ich muss bei meinen Sachen bleiben. Cool, Quali. Nö, ich möchte gucken. Willst du noch was sagen, bevor wir fahren? Die Kette schenke ich Lenny. Ah, danke. Ja. Alles drauf. Du machst es kaputt. Lass das sein. Nein. Ja. So, Leute. Wir waren jetzt Anni besuchen. Jetzt fängt es an zu regnen. Deswegen perfekter Zeitpunkt abzuhauen. Dann werden wir erstmal einkaufen. Was? Und ja, nachher erstmal eine coole Stelle suchen. Und dann weiß ich auch noch nicht. Kleine Info, wir haben uns irgendwie verfahren. Wir sind auf einem Feld gelandet. Jarvis, wo sind wir? Guten Tag, Sir. Ihr befindet euch derzeit in Leisdorf, Höhe Kiel. Okay, navigiere nach Eckernförde, Famila. Navigation wird gestartet. Okay. Wir haben ein ziemlich cooles Auto gefunden. Also gesehen. Also sehen es. Und das gefällt uns ganz gut. Aber wir wissen gar nicht, was es ist. Jetzt sogar Sandblech an den Seiten. Jarvis, wir brauchen Daten zum Auto vor. Ich habe dieses Fahrzeug bereits identifizieren können. Es handelt sich hierbei um den Toyota Land Cruiser F475. Soll ich dieses Fahrzeug als Angriffsziel erfassen? Nein, das ist nicht nötig, danke. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, vielen Dank. Stets zu Diensten. Wir haben gerade ein Gruselmonster gefunden. Es tarnt sich als Baum. Hallo? Okay. Was machst du hier? Dann viel Spaß dabei.
Wir gehen jetzt weiter, okay? Der Wald ist irgendwie ganz schön gruselig. Irgendwie hat er was Gruseliges an sich. Jarvis? Jarvis? Guten Tag, Sir. Kannst du auf Lebenszeichen prüfen? Soll ich eine Identifikation durchführen? Ja, durchführen. Ich zähle 4300 Pflanzen- und Pilzarten, darunter ca. 5900 Tierarten. Okay. Soll ich eine Evakuierung veranlassen? Nein, nicht evakuieren. Okay, stets zu Diensten, Sir. Danke. Wir sind noch ein bisschen im Wald unterwegs und suchen uns gleich mal unseren Schlafplatz. Mal schauen, ob wir ein schönes Plätzchen finden. Bitte check die Lage ab. Ich glaube, hier ist sauber. Bella, wie sehen deine Pfoten aus? Wie sehen deine Pfoten aus, Bella? Ist das gut? Bella, ist das gut? Wir werden jetzt das Zelt aufbauen in der Valachampa. In der wunderschönen Valachampa. Falls es regnet, können wir uns jetzt ins Dach verkriechen, ins Auto oder unters Dach. Was hast du, Bella? Bist du müde? Bist du müde? Lenny, hast du schon Hunger? Ja. Was ist das Wichtigste für so einen Kurztrip? Camping-Kurztrip? Korrekt. Eine Fußmatte. Ein Dieselkocher. Geht auch mit Benzin. Für Kaffee. Ein Mückenschutz. Eine übelst coole Campinglampe. Noch mehr Campinglampen. Hundefutter. Kekse. Ein Messer. Und ganz viel Kaffee. Natürlich nicht zu vergessen eine Powerbank, einen Becher und einen Löffel. Was gibt's bei dir heute zu essen? Hühnerfrikassee. Hühnerfrikassee? Kalt, hasse ich. Ja, wenn ich es zu heiß mache, sagst du, ist es zu heiß. Ja, dann darfst du einfach nicht nur zu heiß machen. Warm. Bist du heute eine Diva? Nein. Bei mir gibt's heute Asianudeln. Aus China. Aus China? Ja. Es ist so entspannend hier. Relax, relax für Körper und Geist. Ruhe für die Seele. Lenny, alles gut? Hast du dich da rausgeholt? Das war bestimmt ein Tor, Lenny. Hm? Hier war bestimmt auch irgendwo was. Hier so. Ja, vielleicht. Und dann war das hier mal ein Tor. Oder? Man munkelt noch, man weiß es nicht. Hm.
Hallo Leute, wie ihr wisst, ist es ja jetzt abends und wir machen jetzt eine Nachtwanderung. Okay, go. Oh, Stromausfall. Stromausfall? Ja. Oh, Dammit. Licht wieder an. Jetzt ist hier auf einmal. Was? Hier ist auf einmal alles leise. Alles leise? Ja, der Fluss. Der Fluss, stimmt. Hier war eben Fluss und der ist auf einmal komplett leise geworden. Das hat hier geplätschert und auf einmal. Puff! Nichts mehr. Oha, da ist ein Tier. Bella, stopp! Stopp! Das ist bestimmt ein Gruselmonster oder so. Da ist ein Gruselmonster. Ich will mal filmen. Jetzt ist es auf einmal wieder. Vielleicht finden wir ja auch eine Eule heute. Wieso ist das jetzt auf einmal wieder an? Das Licht. Da war gerade eine Motte auf dem Display. Naja, weiter schauen. Ah, mein Fuß! Irgendwas ist an meinem Fuß! Oh, Bella! Ich dachte an was. Ich dachte. Oh. Nochmal. Oh. Ich bin. Wir haben gerade herausgefunden, dass unsere coole Taschenlampe nicht einfach nur eine Taschenlampe ist, sondern ein Laserschwert. Was war das? Soll ich mal hier hin? Runter. Ach, das war ein Baum. Kommt vor im Wald. Was war das? Leuchte da nochmal hin. Hast du es auch gehört? Ja. Das wirkt hier vorne, ne? Was war das? Wollen wir da hingehen? Ich darf die Blätter nicht berühren. Ja. Das war ganz nah hier vorne. Vielleicht. Ohne Scheiß, Leute, wir haben eben was gehört. Das war ganz nah. Also wir sind hier gerade auf so einem Weg. Und hier so in der Nähe, so wie so ein. So. Ja, wie so ein. Wie so ein was? Ja, so rasch, ähnlich. Rasch. Rasch, rasch. Wie so ein rasch, rasch. What? What? Bella. Papa, ja. Haben wir überhaupt was zu verteidigen? Zum Verteidigen? Ja. Ich glaube, ich habe eine Nagelfeile dabei oder so. Oh, zum Glück. What, wie lange müssen wir noch laufen? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir uns auch verlaufen. Gerade wir müssen auf. Hannes anrufen. Wir können auch Jarvis fragen. Aber das wäre zu einfach, Nanny. Ja. Jarvis, bring uns hier raus. Jarvis ist offline. Stimmt. Jarvis drängt sich in einen Roboter, in ein Auto rein und holt uns dann. Und woher soll er wissen, wo wir sind? Ja, der kann alles wissen. Jarvis kann alles wissen. Wir haben ihn doch so gebaut. Jarvis ist allwissend, oder? Ja. Gehst du hoch? Ja. Hast du Schuhe aus? Ja. Aua! Okay, dann komm jetzt. Ich einfach stehen bleiben. Bella, wir haben auch sonst Wasser mit, also. Sie trinkt alles da wir aus. Trinken wir alles. Du hast auch sauberes Wasser mit, Fräulein. Du sabberst. Bella ist schon mal im Bett. Au. Du süße Dodi. Bitte, das Licht ist ausgegangen. Ja. Lass es dir schmecken. Ja. Ach, schläfst du heute rechts? Ich schlaf da. Ach
Wieso hast du eigentlich den warmen Schlafsack und ich den Sommerschlafsack? Ja, weil du gesagt hast, dass mir immer kalt ist. Und dann haben wir getauscht. Und du schläfst heute mit Pulli und Hose, dann ist dir nicht so kalt. Okay. Schlafenszeit ist soweit. Schlaf gut, Lenny. Schlaf gut, Papa. Morgen. Was ist denn da? Guten Morgen, Bella. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Tell me what it means. When we argue. Klappe zu, Affe tot. Wir haben alles wieder abgebaut. Es dauert so seine 10-12 Minuten, bis das alles wieder ordentlich verstaut ist. Ja. Dann werden wir jetzt mal weiter sausen. Schabes? Stets zu Ihren Diensten, Sir. Selbstzerstörung. Soll ich die Selbstzerstörung einleiten? Ja. Come down. Lenny? Zwei. Nein! Sehr idyllisch für Körper und Geist und ich könnte die ganze Welt tot lachen. Jetzt muss ich selber lachen. Körper und Geist. Es ist einfach so. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr, Lenny. Ich auch nicht. Oh Mann, okay. Für Körper und Geist, Seele und so weiter. Oh Mann! Es ist so entspannend hier. So chillig, relaxed, G-Lax. Für Körper und Geist. Oh Mann! Oh Bella, was ist los? Wir kriegen es einfach nicht hin. Okay, nochmal. Take 580.